Hallo. Herzlich willkommen zurück hier bei Valmierock auf unserem Community-Server im Dörfchen. Und heute will ich mal wieder durch die Gegend schlendern und einiges zeigen, allerdings nicht allein, sondern mit der Dano zusammen. Moin. Hi. Mit der wohlgemerkt, ich muss mal da ranzoomen, warte mal, ob ich das hinkriege, der nasenlosen Dano. Man sieht es nur so schwer. Soll ich das mal so machen? Ich finde, das sieht... Wie hast du das? Das gibt's gar nicht, du bist wirklich gegen die Wand. Ja. Das ist ein Traum. Also, ich habe mir auch sehr viel Mühe beim Charstellen gegeben. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das gut verhüllt durch die Rüstung, ja. Ja, ja, ja. Ist auch, also auch ein sehr, sehr schöner. So, so sahen die Wikinger halt früher aus. Ja. Vor allem, wenn du jetzt den Helm aufhast. Also, ja, bei mir geht es gerade runter, das ist das Nasenstück immerhin. Ja, wir haben die Nasen schön, wir haben die Nasen schön. Ich habe mich an deine Nase erinnert und habe mir gedacht, ich muss das anders machen. Aha, aha. Mhm, da kam, lasst du mal raus. Man merkt schon, ich weiß nicht, es ist gerade ruhig geworden. Als würden sie wissen, dass wir aufnehmen. Ah, da fällt wieder ein Baum. Es ist reges Treiben hier wir wissen immer noch nicht, wie wir das Dorf nennen. Es waren einige Vorschläge auf Facebook gekommen, ja. Irrenhus, ja? Irrehus, Irrehus und Föderkörningen. Föderkörningen war auch dabei, ja. Ich bin mal gespannt. Namensvorschläge für unser Dorf werden angenommen. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Runde erstmal, oder? Also eine okay. Ne kleine Runde, so ganz schnell mal rum, weißt du? Ihr seht, so im Vergleich zum letzten. Huh, hier hat jemand eine Kiste an unserem Haus gebaut. An unserem Haus? Ja. Ach, da. Aha. Warum? Ach Gottchen. Ach Gott. Da steht. Wir werden ausgerüstet. Yay. Gewöhnliche Tunika. Gewöhnlich, du, weißt du? Du darfst dir einen rosanen Pelzhut nehmen oder soll ich so. Mir, soll ich, was, einen rosanen Pelzhut? Mhm. Ach du Scheiße. Hi. Warte, ich mach mal mit. Ja. Was habe ich denn vorher? Rüstung 15 und der Rüstung... Oh, der Pelzhut hat leider weniger Rüstung. Ich muss ihn wieder ablegen. Aber hier? 10 Rüstung? Leder... Warte mal, ich habe 35 Rüstung, habe ich schon. Das sind alles so relativ kleine, aber schön gefärbt. Nee, ist ja, wirklich ja, toll. Ja. Also, gefällt uns. Oh, hier ist was Schönes. Ein gutes, einschneidiges Kurzschwert. Das nehme ich sehr gerne. Und einen kurzen Dolch, den kannst du ja nehmen, wenn du magst. Metallarmschienen, die nehme ich auch sehr gerne. Und Handschuhe habe ich auch noch keine. Die habe ich schon, ja. Mhm. So, das ist doch schon mal super. Ach, ich mache das mal so, warte. Das da und das da. Jetzt habe ich gar keine Helme auf. Oh, der blau. Schau mal, der blaue Helm geht sogar. Wie, der ist blau? Den blauen Helm und die blauen Handschuhe genommen? Ja. Ich sehe keinen Unterschied. War der nicht auch vorher so? Nein. Oh. Nee, er passt der jetzt gut zu deiner Nase. Der normale, wenn er sich anlegen lässt, ist schau das. Schau dir mal die kleinen Handschuhe an. Du hast so einen hübschen Charakter. Schön, dass der dich überhaupt. Weißt du, du brauchst dafür so. Keine Ahnung, was. 2 Quadratzentimeter Stoff. Ja, schau da einfach dein Schild an, ja. Also ich meine, das ist ja schon so armselig. Ja, hallo, also. Guck mal deins an. Ja, ich habe wenigstens ordentliche Hände. Ja, dein Schild ist aber noch mal kleiner. Schau dir mal dein Schild an. Du hast gerade mal ein Schild, das geht gerade mal bis zum Ellenbogen. Das ist mini. Warte mal, siehst du es richtig? Ich wahrscheinlich nicht. Das ist halb so groß wie meins höchstens. Jetzt ist es ähnlich groß wie meins. Na, deins ist bei mir. Aber jetzt ist es eindeutig größer geworden. Es war viel kleiner bei dir. Mhm. Wie bei mir ist. Das ist zu leichte Anzeige. Ist bei mir noch. Echt? Kleiner als deins? Ja, deutlich. Wir machen hier Schildvergleich. Der ultimative Schildvergleich. Leg's mal ab. Bei mir ist oh, immer. Jetzt ist größer. Ja, 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 genauso Winnie-Mini war es bei dir. Das war so. Mini, ah, okay. Mini, okay. Okay. Also Schilder immer wieder ablegen. Ja, genau, so jetzt gehen wir aber rund. Jetzt haben wir genug Charaktere angeschaut. Jetzt soll es mal um die Häuschen gehen. Wir fangen wir an? Beim unsymmetrischsten Haus dieser Insel. Nicht ganz. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile sogar noch ein unsymmetrischeres. Coach baut nämlich. Aber hier unser Nachbarhaus, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen, war ja fast gelästert, ne? Nach dem Motto, hier will mich einer ärgern mit dem unsymmetrischsten Haus, was man bauen kann. Ich muss sagen, sieht irgendwie cool aus. Oder? Das schaut schön aus, ja.
Ja? Das Einzige, was ich immer noch so ein bisschen, weiß nicht so ganz finde, ist, dass oben Stein und unten Holz ist. Es gehört umgekehrt, aber das Problem ist halt, wenn du es mal gebaut hast, du müsstest das abreißen und das Stein neu bauen. Ja, und wenn ich jetzt hier die Wand ersetze, glaube ich, kracht sogar die Wand drüber noch mit ein. Ja. Das ist also so richtig. Mit der Ceiling muss man auch extrem aufpassen, wenn du da was rausnimmst, kann es passieren, dass dir drüber alles einkracht. Das ist also insofern echt schwierig. Das ist noch nicht so optimal. Und der Stein ist halt wirklich teuer. Ja, das kommt dann noch dazu, ja, dass man dafür ganz schön fahren muss. Gehen wir mal rein. Okay. Oh, ist auch schön klein und gemütlich eingerichtet. Mhm. Achso, von hier kommt man gar nicht hoch. Man muss außen hoch über den Außenaufgang. Hier so, zack. Aber das Feuer sieht gut aus, weil da braucht man eigentlich dann das Lagerfeuer auch gar nicht mehr, wenn man einen Kamin hat. Mhm. Ja, hier oben ist auch noch ein weiterer Kamin und kleine Ecke. Teppiche sind auch schon geknüpft. Ach, hier. Und hier ist noch so ein Mini-Räumchen. Ach, das sind die Teppiche. Aha. Ach, hier ist so ein Aussichts... Hier wird wieder gespannt. Hier stehen schon die Stühle vorm Fenster. Hier wird wieder gespannt. Besser beobachten kann. Ja, ich sehe schon. Zur Methalle wird rüber geguckt. Weißt du, hier sitzt dann abends die Frau und schaut, ob der Alte wieder heimlich zur Methalle schleicht. Ja? Wann er rauskommt aus der Methalle. Mit wem er rauskommt vor allen Dingen. Ja. Die Wikinger sind da ja sehr... Weißt du, wenn noch gehen kann? Die Wikinger-Männer tun immer so einen auf hart und dergleichen, aber in Wahrheit haben die Hausen hier, haben die Frauen hier die Hosen an? Ja, es gibt nur keine Frauen. Ja, die verstecken sich noch, aber bald gibt's die auch hier, dann gibt's aber Nudelhölzer auf dem Kopf, sag ich dir. Dann habe ich aber einen neuen Char. Ja, fürchte ich auch, wenn das geht. müsste ich dich aus der Datenbank irgendwie rauslöschen. Ist der Kleiderschrank auch gut gefüllt? Ein schönes... Bett mit eindeutig mit Federkernmatratze. Eindeutig, ja. Eindeutig mit Federkern. Ist schon ein fortschrittliches Bett. Mhm. Nee, schön. Gefällt mir. Hier noch ein Kamin. Ja, die Tendenz geht zum Drittkamin hier. Naja, wie willst du denn sonst heizen? Ich meine, irgendwie musst du die Hütten ja auch beheizen. Ja, schon. Voll schick. Das immer ordentlich, machen wir die Türe wieder zu. Ja, voll schick. Gefällt mir richtig gut. Auch mit diesem Balkon quasi, mit diesem Spannerbalkon. Und schön. Und gehen wir gleich da weiter zu diesem, oder schauen wir uns zuerst diese Musteranlage an. Wir können uns das Musterhaus hier anschauen, genau. Ja. Hier hat jemand wohl mal alles aufgebaut, was es an verschiedenen Bauteilen gibt. Hier sehen wir Holz, Stein und rechts Lehm. Mhm. Und da kann man mal so ein bisschen vergleichen, wie was aussieht. Das Holz ist ja auch schön rustikal, aber ich muss sagen, so, ja, das Lehm ist mir gerade ein bisschen zu langweilig. Ich finde die Steinwände eigentlich auch sehr schick. Die Steine schon schick aus, ja. Vor allem finde ich eine Kombination aus Stein und Holz, glaube ich, ganz cool. Ja, aber Stein gehört halt unten. Und ja, das schon, ja. Und kam das mal zusammen. Ja, ich meine, das haben diejenigen gemacht, die das Haus hier gebaut haben. Die haben das zusammengefarmt, augenscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Die gut. Wow. Ach, warte mal, Dano, wir müssen gerade mal was machen. Wir müssen gerade mal was machen. Sekunde. Schaltest auf Nacht. Nein. Ich muss doch unseren Schilden ein und vor allem den Banner. Das Schild, das Wappen. Ja, so, zack, gespeichert. Da, jetzt haben wir die Dodos. Ja. Das ist doch nötig. Die haben die da oben hängen, ja. Deshalb, weil die da oben hängen, habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir es auch anzeigen. War das bei dem Haus auch? Glaube hier nicht. Bei dem, glaube ich, haben keine. Doch, hier ist auch so ein Wappen. Ja, das ist doch schön. Genau. Mhm. Dann sieht es nämlich noch ein bisschen schöner aus. Vorher waren das immer nur so braune Lappen, die da runterhingen. Das ist nicht so hübsch. Schild haben wir jetzt auch, gell? Schild ist jetzt auch, genau. Und auf diesen Bannern, die man da aufstellt, da kommt das eben jedes Mal. Das ist auch schön. Ja, dieses Haus hier ist irgendwie so über Nacht auf einmal was da. Bam! Ja. Oder ist halt doch wer zu Hause? Da ist jemand zu Hause. Oh. Da ist jemand zu Hause. Anklopfen. Wir sehen aber immer noch nicht wer. Wir sehen immer noch nicht. Nee, das gibt es leider immer noch nicht. Kommst du diesmal durch die Tür? Mit deinem Riesencharakter? Ich komme heute durch. Wahnsinn. Da hat Neuendlungen geholfen, wenn man nicht durch Türen kommt. Ja, also nicht nur, dass das Haus riesig ist und einfach so quasi auf einmal da war. Es ist auch noch halbwegs schön eingerichtet mittlerweile. Ist sogar noch mehr, glaube ich. Schön. Ja, ich meine, es ist noch nicht fertig mit Einrichtung. Ach so, ja, aber es hat Bäume im Haus. Und es hat Bäume im Haus. Einfache Topfpflanze hätte auch gereicht. Die wollen nur, dass du abbaust. Genau. Weißt du, es sind immer so, die Nachbarn von uns, die müssen immer so prahlen, ja? Statt eine einfache Topfpflanze. Ja. Oder es soll ein Baumhaus sein. Kuya geht in Häuser rein und das Erste, was er macht, ist Bäume abholzen. Ja, ich wollte ja was sehen, ich kam hier nicht durch. Aha.
Auch schön hier mit der Veranda. Ja, schaut gut aus. Mal noch eins hoch. Und das hier hat mir besonders toll gefallen, dass man hier oben so ein... Ja, so da so ist ein, doch so ein, weitergebaut worden, oder? Das ist sogar, ich glaube, noch ein bisschen weitergebaut worden, ja. Ja. Dass man hier oben so kleine Emporen hat, sozusagen. Und dann geht's hier durch. Ja. Gibt's noch weitere Räumchen. Ist doch super gemacht. Oh ja. Auf jeden Fall. Richtig schön gemacht. Und da bin ich mal gespannt. Hier oben kommen bestimmt dann die Schlafzimmer hin. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Was haben wir hier unten? Da war ich noch nicht in dem Raum. Hier. Oder eine hübsche, da kann man viel machen. Oh, hier wird auch schon weiter eingerichtet. Schau mal hier. Richtig schön gemacht. Auch nicht einfach nur ein Workbench hin, sondern davor noch einen Stuhl gestellt. Das ist natürlich auch eine Idee. Ne? Hier, schönes Schränkchen. Nein. Schön gemacht. Hier war ich noch nicht drin. In dem Raum muss ich mal kurz reingucken. Ah, hier haben wir schon ein Bett stehen. Ah, hier unter den Dachschrägen. Toll. Aber Kuja ist nicht sicher. Und auch mit einem schönen Ausblick. Auf den See. Auf den See, und ja, auf so unsere Veranda. Genau. Es ist alles Banner. Hast du mir gerade die Türe vor der Nase zu? Nein, sowas mache ich nie. Du weißt, dass das Spiel bei mir etwas mehr ruckelt als bei dir, gell? Echt? Ruckelt? Ja. Also es ruckelt, wenn so viele da in der Umgebung sind. Es ruckelt, wenn ich renne. Also wenn ich hier in der Stadt anfange zu rennen, dann habe ich immer so kleine Rücksetzer. An sich laufe ich hier gerade mit 67 FPS sind es gerade. Ich habe auch über 40, aber... Ja, aber so ab und an, wenn ich jetzt hier renne, man sieht so, ey, dann hat man diese Stocker. Das sind, glaube ich, so Nachladeruckler, wenn man hier die Häuser halt mit den ganz vielen Strukturen, die mittlerweile so entstehen. Ne? So, ich bin wieder draußen. Wollen wir uns die Taverne mal anschauen? Ja. Die Taverne. Das Methäuschen. Das kleine, das kleine Methäuschen. Ja, die haben's richtig rumgebaut. Oben Holz, unten Stein. Ja. Bin mal gespannt. Gestern standen schon ein paar Tische, jetzt werden noch weiter Stühle gebaut. Ja, hier. Och, wir können noch ein paar Leute aufnehmen im Dorf. Ja. So gut. Wir können noch ein paar Leute aufnehmen, habe ich jetzt so. Oh Gott, ja. Jetzt weiß ich, warum sie die ganze Zeit am Sessel craften sind. Weshalb sie so viel Stoff brauchen hier, ne? Ja. Ach du Scheiße. Unglaublich. Also mich wundert gar nichts mehr. Unglaublich, ihr seid echt unglaublich. Ja, das ist diese eine Foundation, die sich nicht auswechseln hat lassen da hinten. Ich mache gerade Screens, deshalb schaue ich hier so schön in die Ecke und mache im Hintergrund die große Halle hier auf dem Screenshot. Schaut schick aus. Sieht richtig geil aus. Ich habe mal die UI ausgemacht, das ist dann noch ein bisschen schöner. Brauchen wir ja eigentlich gerade nicht die UI. Also das sind ja schon, das ist ja für Wikinger, hier ist das ja fürstlich. Und schau mal, hier ist ein Thron. Oder ist das der Babysitz für mich? Das ist, hier sitzt der Chef im Babystuhl. Das ist natürlich der Thron, natürlich der Thron. Ja, ja, das ist der Babystuhl für den kleinen gewachsenen Chef, ja? Genau, links und rechts sitzt. Was war nochmal sitzen? Steuerung gedrückt halten. Ach nee, Steuerung gedrückt halten war es ja nur, ja, genau. So, ja, genau. Ja. Richtig sitzen kann man ja noch nicht, ja. Genau, und rechts und links, super. Müsste echt so ein Babystuhl sein, weißt du, wovon noch so ein Tischchen runtergeklappt wird. Ja, ja, ja. In Wahrheit ist das ja, aber wir sagen mal lieber, es ist ein Thron. Ja, es ist ein Thron, geil. Ja, natürlich. Hier wird schon wieder nackt auf den Tischen getanzt. Nein, nur hosenfrei. Ja, nur hosenfrei. Pass auf, sonst bist du nicht werbefreundlich. Bin ich sowieso nicht. Ja. Warte mal, wo war das? War denn das scheiß Klatschen, verdammt nochmal. Da. Was war's? F4. Vor allem, wenn ich den Daumen hoch mache, dann sieht man fast nicht den Daumen. Ja, du hast ja auch kaum eine Hand. Erst so auf ihn zeigen, so klatschen, zeigen. Ja. Lauter Verrückte hier. Nur Verrückte. Ja, die Methalle geht gut voran. Also, muss man schon mal sagen. Fehlt noch die Küchenecke sozusagen. Also, irgendwo noch so eine Bar ist. Hier dann, oder? Ja, vermutlich. Ne? Und hier geht's hoch in die Gästezimmer. Hier wird ja nicht nur, weißt du, wenn dann die Sturztrunkenen aus den Nachbardörfern hier sind und nicht mehr heim reiten dürfen. Ja, don't drink and ride. Ganz klar. dann haben wir hier auch Gästezimmer. Hier oben gibt's ein Arbeitszimmer. Ja, brauchen sie ja auch. So, und dann haben wir hier so lauter so kleine, die sind noch nicht fertig eingerichtet, aber schon mal eingezäunt quasi, ja.
mal eingezeichnet, mehr oder weniger. Warte mal, irgendwo war auch so ein fertiges Gästezimmer. Ja, ja, da hinten. Dahinter. Hier rechts? Rein. Ja, hier. Ja, rechts. Genau. Da rein. Ist doch durchaus feudal. Also das ist dann schon die King Street, glaube ich. Das ist doch das, ja, von Charles Doppelzimmer ist das. Ja, ne, und damit schick. Sie sich Hausfreunde einladen kann. Ist richtig schick gemacht. Was? Ja. Oh, ja, ja. Ja. Plätzchen an der Wand und so. Ja. Ah. Naja, die Beschreibung vom Teppich ist ja auch gut. Oh, hier haben wir ein Mehrbettzimmer. Das ist dann für die, die sich nicht so viel leisten können. Ja. Geht's dann ins Mehrbettzimmer mit den anderen Schnarchenden. Hier ist noch eine Baurampe, die ignorieren. Ja. Das ist schön. Also ich finde die Ideen einfach toll, dass das dann auch gleich so als Gästehaus noch ausgestattet wird. Und das ist schön. Ja, ist ordentlich. Ja, es wird vermutlich ein Einzelzimmer, ein bisschen kleiner. Ja, sie überlegen sich auch, ob sie dann noch billige Betten reinstellen oder nur die teuren, also nur die ja, schönen. Nee, die billigen, genau. So ein billiges, schäbiges Zimmer für den Trunkenbold, den sie nachts hier hochschleppen und gerade noch so auf die Pritsche legen. Ja. Das ist... Dann rauscht ausschlafen. Genau. Die Ausnüchterungszelle hier unterm Dach. Oh ja. Schön, also riesig, echt. Also im wahrsten Sinne des Wortes riesig. Das Dach, das wird auch noch so das ein oder andere Kopfzerbrechen wahrscheinlich bereiten hier. Das ist gar nicht so einfach zu bauen. Haben wir ja auch schon festgestellt. Ja, die fehlende Stelle da oben, ja. Ja, dann da gibt es noch eine fehlende Stelle, das ist noch so ein Bug. Da, hier oben, die, da will nichts hin. Ah, das ist alles ein bisschen schade, aber das wird irgendwann bestimmt gehen. Ist ja noch sehr early, ne? Oh ja. Von daher, early. Gaststätte zum frühen Zugang. So, ich bin wieder draußen, bist du das hier? Ja, das bist du. Ich stehe augenscheinlich an der Nase zu erkennen. Was haben wir noch? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Berg und dann hinterm Berg noch links. Ja, ja, so ein bisschen was. Warum willst du dorthin? Mich zieht es zum Berg. Hier unser kleines Hüttchen hier, das ist hier, der grenzt sich ab, er schottet sich ab oder sie. Ja. Das kleine, süße, schnuckliche Hüttchen hier wird eingemauert, als wäre es Fort Knox. Bin mal gespannt, was dort für Geheimnisse am Ende hausen. So, und hier hinten gibt es jetzt neuerdings nämlich auch Häuser. Den Turm hatten wir das letzte Mal ja schon angesehen, den Aussichtsturm. So, aber dahinter gibt es ja noch mehr. Das Nachbarhaus von uns, das haben wir jetzt auch noch gar nicht richtig angeguckt. Aber von hier oben müssen wir einfach auch mal runterschauen gerade. Das ist super, ne? Das ist echt super. Vor allen Dingen, weil ich diesen Blick in der letzten Vorstellungsfolge schon mal hatte. Und wenn man dann sieht, was ich hier getan habe. Und es sind eigentlich nur 2 Tage vergangen. Ja, das ist extrem krass. Das siehst du, es gibt Leute, die haben deutlich mehr Zeit. Ja, ja, gut, ja, ja. Mhm. So, hier, da hat sich nicht so viel getan. Mal gucken, ob das noch weiter gebaut wird. Und hier unten rechts haben wir dann neue Häuser. Hier wird auch noch ein neues gebaut, das kenne ich auch noch gar nicht. Da hinten wird ein riesen Bunker gebaut, da im Wald. Von Bäumen zurückerobert. Dort, wo gerade der Baum fällt, ist auch eine neue Fundament schon gelegt. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, und am das hier finde ich halt man auch total sich schön. Hier nicht mehr bewegen können. Wahrscheinlich, nur noch Häuser und alles Geruckel. Das finde ich halt auch total schön mit der Veranda, Tisch drauf. Ja, schön gemacht. Super Blick hier. Ja, vor allem der Ausblick darunter. Ja, ist ein Traum. Ja. Ne? Und in die andere Richtung, naja gut, da hast du halt nichts, aber der Ausblick runter ist wirklich... Ja. Oh, das ist Urlaubsfeeling hier auf der Terrasse. Sag mal hier. Ah, hier ist auch so ein halber Stock eingezogen quasi. Aha. Ja, ich glaube, die machen das jetzt alle irgendwie. Ja. Und das Bett. Bietet sich an. Ja, wobei, das Bett finde ich gefährlich. Wenn du da dann morgens aufstehst, ja, machst erstmal den Satz hier runter, dann bist du wenigstens wach. Ja. Ist ja noch keine Koja-Sicherung. Die kommt noch. Bestimmt, ja. Die kommt garantiert noch. Oh, bin gerade irgendwie durch die Treppe durchgeflutscht. Achso, ja, das passiert mir auch ab und zu, wenn du nicht genau drauf gehst. Ah, da ist auch noch Sessel heraus, und siehst. Ja, und damit schönen Ausblick auf das Haus daneben. Auf das schönste Haus der Insel. Koja, sei lieb. Was? Ich hab doch gerade wohl mal sagen können, dass das Haus schön ist. Also, ja, ja. Bitte, ja. Ist hier oben eigentlich ein Speicher? Nee, da gibt's keinen Speicher. Okay. Dachte gerade, weil hier oben so, es bietet sich ja fast an, da noch so ein geheimen Stauraum einzubauen hier oben. Ist ja noch Platz. So. Ja, wir gehen mal zum schönsten Haus der Insel. Achso, hier geht's ja gar nicht raus.
Das schönste Haus der Insel wird gebaut und wird Ihnen präsentiert von Coach Carter. Der Arme. Der ist ja umgezogen, nachdem er bei uns ja irgendwie nicht mehr weiterbauen konnte. Und dann hat er hier gebaut und irgendwann hat das Spiel gesagt, hier kannst du keine Foundations mehr bauen. Ja, weil so. Es hoch wird. Hör mal, er hat da vorne schon Foundations irrsinnig hoch. Er hätte weiter vorne anfangen müssen und nach hinten bauen müssen. Ne? Es ist also noch sehr empfindlich, das Spiel, was das eben betrifft hier mit Foundations und leichten Hängen. Und man kann an Fundamente auch keine Decken dranhängen, wie das beispielsweise in Ark oder in Dark and Light geht, dass man dann Decken dranhängt und eine Säule drunter oder dergleichen und dann die Fläche vergrößern kann. Es geht einfach nicht. Und dann kommt da jetzt einen ziemlichen Schlauch und baut irgendwie so eine Art Pilz obendrauf. Ja, geh rein. Ja, ich gehe mal rein und muss dann da drin weiterlästern, es tut mir leid. Ja, ist war klar. So, also man kommt rein, läuft erstmal gegen das Lagerfeuer, damit man dann rechts abbiegt, haut man sich den Arm an der Tür an, läuft dann voll vor den Pfosten, um dann über die Forge zu stolpern. So. Und inmitten steht eine Steintreppe, inmitten des Holzhauses, nee, des Lehmhauses. Es ist Couch, es ist super. Nee, es ist schön. Also, auch der Flur hier. Also, das Haus ist ein Flur, quasi. Es besteht nur aus Flur. Ein Schlauch. Ich wünschte mir, Coach wäre in Teamspeak und könnte. Ich hoffe, er schaut das Video an. Ja, natürlich wird er das und ich werde das nächste Mal in Ark Survival Leidig. Plus wieder mit der Keule durch die Gegend gejagt. Hast du verdient. Ja, aber es ist halt so. Aber Coach, zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er hat das Haus gesehen und wusste sofort, dass das dein das ist. Es hat mir keiner gesagt, das ist Coachs Haus. Nein. Ich bin hergegangen, hab gesagt, bin rein, bin über die Forge gestolpert, hab den Schlauch gesehen, hab gesagt, Coach. Ja, ja. Mittlerweile kenne ich ihn ja doch ein wenig. Und dabei hat er nicht einmal gemeckert über die Platzierung der Forge. Doch, hab ich. Ja, aber jetzt nicht. Hab ich, natürlich. Ich habe gesagt, du läufst rein, haust dir den Arm an der Tür an, geht's nach rechts und stolperst über die Forge. Mhm. Achso, und rennst noch gegen den Pfosten zuvor. Sowas. Da hinten geht's noch weiter. Ja, ich denke, wenn er so ein Stück weiter vorne gemacht hätte, wäre er besser klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Dann hätte er vielleicht nach hinten noch eine bauen können. Aber es ist, ich glaube, sogar ganz weit vorne wäre gut gewesen. Ja, mit Schrägen ist das Problem, du kannst nicht mit Schrägen arbeiten. Das geht nicht. Sobald er sagt, nö, ich auf. Ja. Das ist noch so ein bisschen schade. Da werden wir auch hoch, hier ruckelt es ein wenig gerade. Hoffentlich wird es da noch ein bisschen komfortabler. Genau, das habe ich auch schon weitergegeben, die Info, dass wir uns das alle sehnlich wünschen. Mhm. Hier oben entsteht noch was, ein kleines schnuckeliges Häuschen. Da hinten wird was Großes gebaut. Und hier hinten ist was Riesiges hinten, entstanden. Genau. Das ist quasi fast ein eigenes Dorf sozusagen. Ja, könnte man sagen. Und da ist noch eine Foundation. Ich fürchte, da entsteht auch noch was. Ja, die steht aber schon länger da mit der Kiste drauf. Bin mal gespannt. Ja, hier hinten ist quasi wie so ein eigenes Dorf, wie so ein Einsiedlerhof hier hinten, weißt du, sowas. Das ist auch extrem gut gemacht. Vor allem Bauernhofartig halt, ja. Vor allem schön hier mit diesen Foundations, mit den durchgehenden. Ich bin mal gespannt, was da noch so draus wird. Das sieht so ein bisschen wirr aus, ne? So mit den Dächern und halben Häusern und so weiter. Ich bin gespannt, was da noch entsteht. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Bauweise und extrem schick irgendwie. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir da reinkommen. Hier also sind da irgendwie, das hier verstehe ich noch nicht. Ja, hier ist der Baum umzäunt oder wie? Was ist das? Das habe ich noch nicht so verstanden. Mach so den Baum weg. Vielleicht sieht man es dann. So ein Turm. Ja, vielleicht soll der auch geschützt sein. Ich mach's mal nicht weg. Das sieht fast so aus, als wäre es gewollt irgendwie. Okay. Aber da sieht man mal, was mit den Dächern da oben möglich ist, ne? Dass man da so kreuz und quer, so zickzack da, wie soll man das nennen, so Türmchen bauen kann. Da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, mit den Dächern zu arbeiten. So, dann schauen wir mal, wo wir hier reinkommen. Hier ist eine Tür, das ist aber nur Mauer. Mal schauen. Da hier ist was, hier geht was rein. Genau, geh mal rein. Schön. Ah, auch schon eingerichtet. Da unten der Werkbereich quasi. Jemand sieht, wenn ich da war, dass alle Türen einfach offen sind. Oh ja. Ach, das ist eine Brücke rüber zu dem nächsten. Cool. Ja, und hier stehen noch die Betten als Open Air. Ja, hier gibt es noch Open Air Betten. Open Air Betten? Ah. Ja, okay. Kann man machen. Okay. Da gingen wahrscheinlich die Dachschrägen nicht mehr oder so. Oder noch nicht fertig.
Aber vermutlich ging da was nicht, ja. Aber ah, dann gibt es halt Open-Air-Betten, ne? Alter, Fede. Da ist noch ein Balkon irgendwo. Hier, ne? Frage ist, ja. Ah, ja, genau. Hier sind wir dann auf Balkonien. Ja, und wie war das mit der Brücke zum anderen Haus? Was meintest du? Da müssen wir einen Stock runter. Einen Stock runter? Ja, oh, da gibt es auch keine Tür, die ich zumachen kann. Und darüber. Ja, da hinten und darüber. Siehst du mich? Ja. Ja, ich sehe genau. Dich. Huch, Hilfe, hier ist mehrspurig, oder wie? Schaut so aus. Da kommt mal. Oh, da ist mal irgendwie ein Baum. Huch, Baum. Und da gibt es eine Treppe runter. Aha. Wow, das ist ein Haus, geh wo ich mich mal richtig schön verlaufen kann. Definitiv. Alle Türen zusperren und Kuh einsperren. Hier steht wieder, ja genau, hier steht wieder ein einsames Bett. Das Haus, das Verrückte macht, wird das hier, glaube ich. Hier wird nicht nur einer. Was ist denn hier los? Achso, hier sieht man sich so, selbst, ja, wenn man so nah mit der Kamera drin ist, ist man selbst so halb transparent. Das sieht manchmal so ein bisschen strange aus. Kommt man hier auch raus oder muss ich dafür wieder hoch und... Nee, da kommst du nicht raus. Was ist, ich wusste doch. Wir müssen hier so, dann wieder hoch. Wo ihr rausfindet, seht ihr dann in den nächsten drei, in den nächsten drei Folgen seht ihr dann, wie ich hier wieder rausfinde. Genau, ich würde sagen, wir machen hier die Folge zu Ende. Wir werden noch ein bisschen weiterschauen in der nächsten Folge. Wir nehmen direkt noch eine auf. Ja. Und dann werden wir selbst auch noch mal ein bisschen bauen, weil wir müssen ja unserer Pflicht auch noch nachkommen, auch ein bisschen was hier vorzeigen zu können. Ja? Genau. Also, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch. Haut's mal in die Kommentare, lasst ein Däumchen nach oben da. Und ja, wenn ihr Lust habt mitzumachen, seid bei den Livestreams dabei, da gibt es dann die Zugänge zu unserem Community-Server. Und ihr seht ja, die Methalle bietet noch einiges an Platz. Und die Insel hier auch. Also, bis dann. Tschö. Tschüss.